Hallo und herzlich willkommen zur Samstagsfolge hier auf der Südhermann im LS19. Ja, und wieder dabei die Jenny mit mir Moin! gemeinsam. Jo, was liegt heute an? Ja, wir sind heute am Samstag dabei. Ich bin dabei, gerade, wie ihr seht, den Diesel zu laden. Wir, genau da, wo wir gestern aufgehört haben. Weil ich den dann zur Torfherstellung bringe. Um dann noch ein bisschen Malz und Wasser für die Brauerei zu fahren. Das ist zumindest mal mein Plan für heute. Ja, und mein Plan ist es, weiterhin noch Gerste zu ernten auf Feld 2, ne? Gott, So, da dann wirst du ein bisschen Richtung beschäftigt Feld sein. 3, ne? Ja. So. Dann bringen wir mal hier die 32.000 Liter Diesel quer über die Karte. Und ja, bevor ihr euch beschwert, ich fahre ja schon in der Innenansicht. Kommst du her? Oh, so war. Ja, es ist morgens 8:30. Erst morgens 9:30 in Deutschland hätte ich gesagt gehabt, es ist Zeit für Frühstück, aber nein. Erstens, Ingame haben wir 8:22 Uhr. Echtzeit sind wir immer noch am Donnerstagmittag um kurz vor 13:30. Da können wir ja gleich mal fragen. Daniel, hattest du denn heute schon Mittagessen? Ich hatte heute noch keinen Mittag. Oh, was gibt's denn nachher bei dir? Kartoffelpüree, Sauerkraut und Bratwürstchen. Die kleinen Nürnberger. Richtig. Oh, das ist auch lecker. Ja, das hat was. Ne, bei mir gibt es Spaghetti Bolognese mit Parmesan. Komme ich doch lieber mit dir, zu dir. Eine selbstgemachte Bolognese. Ich glaube, ich muss aufhören mit der Folge. Das musst du jedes Mal kriegst. Uah. Jedes Mal kriegst du Hunger, wenn du mit mir fährst. Und wer ist schuld? Wir reden halt immer übers Essen. Es fehlt ein Alpha. Oder? Richtig. Ich finde den Weg da schon irgendwie hin. Ach, jetzt weiß ich, wo mein Fehler lag. Ich bin eine zu früh abgebogen. Hey! Also mit Flüssigkeiten mag der Volvo nicht. Kann das sein? Bockt schon wieder. Ja, der Volvo-Truck bockt. Aber auch nur, wenn er Flüssigkeiten hinten drin hat. Dann will er nicht so, wie wir wollen. Da kannst du noch so zärtlich um die Kurven fahren, er macht nur das, was er selber will. Aber ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind beim Torf angekommen. Machen wir den leer und dann holen wir noch den LKW. So, der lädt ab und jetzt wollten wir doch mal kurz was gucken. P. Anhänger. Na, den 100.000er, den müssen wir nicht nehmen, ihr Lieben.
Der ist angenehm. Ja, das machen wir, ihr Lieben. Damit wir auch hier unseren Spaß haben auf der Karte. Nicht wahr? Daniel. Genau so ist es. Nee, ich habe einen LKW-Auflieger gekauft. Für die Transporte auf der Straße. Ah, das ist ein Tieflauf. Nee. Ein Auflieger. Ach, ein Auflieger, ja. Den Tieflader. Dass wir den Torf abholen können, richtig und so weiter. Weißt du, wenn wir die Produktion beliefern, das können wir mit dem LKW machen. Richtig. Dafür müssen wir nicht mit dem Trecker von A nach B fahren. Müssten wir hier, ja, gut, man könnte. Manchmal sehe ich, dass manche mit dem Trecker, mit dem Dolly und mit dem Anhänger fahren. Nee, das muss doch nicht sein. Also, wenn wir jetzt schon den LKW haben, dann können wir uns da auch entsprechend Material kaufen. Weil, ja, wir übertreiben ja nicht mit 58.000 Litern. Volumen ist es nicht übertrieben, würde ich behaupten. Aber meine Lieben, solltet ihr es noch nicht mitbekommen haben, wenn ihr die 4-1 Bugfix spielt, guckt bitte, dass ihr einen neuen Spielstand anfangt, dass ihr die Vehicles könnt ihr übernehmen. Ich glaube, dazu muss ich echt noch mal ein Video machen. Aber die ist jetzt schon so lange draußen. Wenn Fragen sind, meldet euch einfach. Ich versuche zu helfen. Wenn ihr es doch noch mal ein Video wollt, sagt Bescheid, mache ich das einfach. So, einmal hier zum Hof. Das nicht schon? Nee, das Video habe ich nicht gemacht, weil wir haben ja hier den Spielstand retten müssen. Ah, Weil stimmt, einfach ja, nur, das war ja. ja, weil einfach nur Karte austauschen war ja nicht. Ich musste ja den ganzen Spielstand umschreiben. Das war ja die Problematik. Dass die ja hier so ein bisschen buggy war. So. Jetzt einmal zum Händler. Und dann geht's auch schon los. Hier windet es gerade so schön. Ist gerade ein angenehmer Wind, finde ich. Aber egal, wir sind hier ja am Fahren. So. Wir fahren zuerst eine Runde Malz. Dass der Daniel da wieder was abliefern kann. Weil bis das Zuckerrohr reif ist, dauert das noch eine ganze Weile. Und das Feld wird dann auch Zuckerrohr drauf bleiben, weil Zuckerrohr wächst ja immer wieder nach. Daniel. Hätte ich jetzt nicht gewusst, ne? Also ich wusste dreimal, aber das hätte auch mit dem Pflügen zusammenhängen können. Kann sein, dass es auch noch ein viertes und ein fünftes Mal nachwächst, kann dann aber damit zusammenhängen einfach, dass dann der Ertrag auch weniger wird, weil du nicht gepflügt hast. Du musst nur nach jedem Ernten musst du düngen. Ein, zweimal. Das Also ja. das Ganze ohne Pflügen oder Gruben. Richtig. Du säst die Frucht einmal an und hast dauerhaft Ertrag. Das ist aber, glaube ich, nur bei Zuckerrüben, oder? Ist es auch bei Zuckerrohr. anderen? Zuckerrohr. Oder Zuckerrohr, ja. Es ist nur beim Zuckerrohr so. Deswegen, wir probieren es einfach mal aus, ob das so funktioniert oder nicht. Aber bis wir soweit sind, dauert das noch ein Weilchen.
Wie ist das dann aber bei Baumwolle? Baumwolle kannst du nur einmal ernten. Baumwolle ist Ja. eine einjährige Frucht. Auch wenn sie in der Natur öfter wächst. Aber ich verstehe es auch nicht. Weil unser Hopfen ist ja auch schon fast so weit. Oh. Klingt alles andere als gesund. Ja. Ich muss mal ganz dringend was hier auf den Sandtafeln gucken. Oder für ein Hackschnitzel können wir wieder loswerden. Ist das nicht herrlich? Dann wissen Ein wir. bisschen Ertrag in die Kasse. Nee, Malz, in der Malzherstellung, wo du Weizen und Gerste hinbringst. Schon unterwegs. Nee, dafür muss ich, kann ich gleich eine Ladung Hackschnitzel hinbringen. Die sind schon fast aufgebraucht. Und da 200.000 reingehen, kann ich da jetzt öfter hin und her pendeln. Das lohnt sich ja richtig. Es könnte sein, dass ich dir entgegenkomme. Oh, wenn ich nicht vorher an der Laterne hängen bleibe. Habe ich noch Platz? Danke, wenn ich mit dem Hänger quer stehe. Das geht so nicht. Ja, könnte eng werden. Nee, ich fahre vorher ab. Ich hab dich aber gesehen. Weil der Hopfen, der geht ja gleich ganz in die Bierproduktion. Ja. Soll ich gleich noch was mitnehmen, wenn ich schon einmal in der Metzgerei bin? Nee, brauchst du nicht. Das passt so, weil sonst musst du ja auch wieder quer über die Map fahren. Also Blödsinn, wenn dein Helfer gleich voll ist. Oder? Ich habe nur einen Teil abgeladen, ne? Da kannst du alles reinkippen. Ich meine jetzt beim Presser. Ach so. Da ist noch leider was übrig geblieben. Nee, dann fährst du zurück zum Feld. Uiuiui. Wird mir ja ganz seekrank in dem LKW. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, meine Lieben, wir kriegen das alles irgendwie auf die Reihe. Und oh, ich sehe es schon wieder, die Zeit, die rennt doch schon wieder. Und da ist auch schon wieder der Zug. Sowas nenne ich Timing. Und da sind wir auch schon. Und mit diesen Bildern würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir müssen hin in die erste Bucht. Weil, meine Lieben, wir
Morgen zum Livestream. Nur mit Thomas und mir. Daniel hat morgen leider keine Zeit. Und somit wird der Daniel morgen nicht dabei sein. Aber ich denke mal, er wird morgen vielleicht zugucken. Wer weiß, wer weiß. Lasst euch überraschen. Kriegen wir alles hin. So. Wir laden das Malz noch ab und dann sage ich euch mit den letzten Bildern, wie das Malz hier rausläuft, wünsche ich euch einen schönen Samstag. So, das Malz ist draußen, fehlt nur noch der Hopfen, dann können wir hier mit dem Bier loslegen. Und ein bisschen Wasser. Also, macht's gut, meine Lieben. Horido. Tschüss. Macht es gut. Ciao, ciao.